Im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle auf der A4 haben die Polizisten der Wiener Landesverkehrsabteilung einen Reisebus für eine Überprüfung aus dem Verkehr gezogen. Direkt neben der Ostautobahn befindet sich in Simmering die Wiener Landesfahrzeugprüfstelle, wo der Bus auch technisch durchgecheckt werden kann. Jetzt haben wir einen Reisebus älteren Baujahres. Die sind auf dem Weg in die Heimat. Donnerstag ist, das ist meistens der Rückreisetag ins Wochenende. Den werden wir uns jetzt kurz anschauen, technisch und auch bezüglich Lenkruhezeiten von Lenker. Und eine kurze Reisedokumentskontrolle der Fahrgäste werden wir auch durchführen. Mal kurz durchschauen und dann schauen wir weiter, wie es da technisch weitergeht. Gell? Das heißt, es sind Menschen, die hier arbeiten quasi? Die arbeiten hier in Österreich. Die kommen meistens auch am Sonntag am Abend zurück. Das ist meistens der Busterminal Erzberg ist da der Treffpunkt. Und am Donnerstag oder spätestens am Freitag sammeln sie sich wieder und dann fahren sie wieder Richtung Kroatien ins Wochenende im Prinzip. Das ist meistens der Donnerstag, Freitag sind so die Rückreisetage. Das sind quasi diese Gastarbeiter bei uns. Abteilungsinspektor Andreas überprüft die Reisedokumente der Fahrgäste und nimmt den Kofferraum genau unter die Lupe. Denn Lenker und Fahrgäste dürfen nicht alles ins Ausland mitnehmen. Was ist das? Diesel. Diesel? Wofür? 20 Liter. Wofür ist das? Diesel. Ja, gibt's keinen Dieseltransport ins Ausland. Wem gehört das Fahrrad? Bezirk. Aber normalerweise Diesel maximal ein Kanister, gell? Warum wird da auch die Ladung kontrolliert? Ja, weil es immer wieder die Verdachtsmomente gibt, dass im Zuge dieser Fahrten zu Schmuggelfahrten kommt. Speziell Dieseltreibstoff wird teilweise in größeren Mengen mitgeführt und ins Ausland verfrachtet. Der zum Beispiel 22 Liter Kanister drinstehen, kann man noch durchgehen lassen als Reservetreibstoff. Aber wir haben teilweise Transporte, wo bis zu 20, 30 Kanister unter dem ganzen Gepäck der Fahrgäste verstaut sind. Und auch immer wieder teilweise Diebesgut. So das, was dann auf diesem Wege dann ins Ausland verbraucht wird. Das wird irgendwo gebunkert. Und dann am Wochenende, wenn die Reisen in den Ostblock gehen, wird es dann in die diversen Bussen unter dem Gepäck verstaut. Oder diese großen Einkaufstaschen sind prädestiniert dafür, dass man kleine Dinge drinnen verpackt und innerhalb von diesem Großteil an Lebensmittel rundherum gepackt und mittendrin findet man ab und zu auch wieder gestohlenes Gut. Fahrrad gehört der Dame? Ja, eine gehört mir, eine gehört mein Freund. Alles klar. Ja, der eine Traktor, der Rasen, ja. Der Diesel, oder was? Diesel. Nein, Heizöl. Heizöl ist es, weil er sagt, das ist Diesel. Das ist für zu Hause, für den Traktor. Ausländer nicht so schnell. Nein, für den. Ah, passt schon. Rasen, ja, ja. Okay. War normalerweise ein Kanister, gell? Mir gehört einer. Achso, jeweils einer. Okay, ja. Dann ist es okay. Und das Rad gehört wem? Gia Bicicco. Es hat jemand geschickt. Der aber nicht im Bus sitzt? Nein. Der nicht im Bus sitzt. Ja, ja, ja. Ein Paket oder sowas ähnliches. Leitzentrale von Verkehr 230. 230? Ja, dürfte ich Sie um eine Sachenfahndung ersuchen? Ich hätte eine Nummer eines Fahrrades. Bei der Kontrolle eines serbischen Reisebusses haben die Beamten ein Fahrrad entdeckt, das niemandem im Bus gehört. Die Rahmennummer soll Aufschluss geben, ob das Rad als gestohlen gemeldet wurde. Es ist quasi kein Vorgast im Bus, der hat das irgendjemandem mitgegeben, quasi als so eine Warnsendung oder Paketsendung, der nimmt das mit für irgendjemanden Dritten in den jeweiligen Zielland. Theoretisch könnte das ja auf der Post auch aufgeben, aber das ist halt die Community unter diesen Leuten, die kennen sie alle untereinander und wenn es irgendwas zum Mitnehmen oder Transportieren gibt, dann vertrauen sie das denen an und die nehmen das mit. Aber die, was dann dafür verantwortlich sind, wissen eigentlich nicht ganz genau Bescheid, wo ist das Zeug her und was ist los damit. Und das mit dem Diesel ist in Ordnung? In dem Fall ist es in Ordnung, weil sie behaupten halt, dass je ein Kanister einer Person gehört.
Sie nehmen es mit für zu Hause, für Ihre Rosenmäher, Traktoren oder was auch immer, oder Ölheizung. Weil die eine Dame sagt, das ist Heizöl, der Chauffeur sagt, das ist ein Dieselkraftstoff. Also man müsste es jetzt analysieren lassen. Aber von den Mengen ist, kann man drüber weg schon. Verkehr 230, machen Sie einen negativen. Ja, Verkehr 230, verstanden, vielen Dank. Ja, die Fahndung ist negativ, also zu der Nummer gibt es keine Ausschreibung oder keine Vormerkung, dass irgendwas in der Richtung gestohlen wäre, wo diese Nummer dazu passt. Nun wird der Bus durch Mitarbeiter der Landesfahrzeugprüfstelle einer technischen Kontrolle unterzogen. Dabei wird das gesamte Fahrzeug, ähnlich wie bei einer Pickerl-Überprüfung, genau durchgecheckt, um festzustellen, ob es noch verkehrssicher ist. Altes Fahrzeug, gut gewartet, gut gepflegt. Im Prinzip keinerlei Mängel, die zu beanstanden sind. Das, was beanstanden ist, sind wirklich geringfügigste Sachen, die dem Alter und der Abnutzung geschuldet sind. Aber es ist absolut nichts dabei, was so weit zu beanstanden wäre, dass es auch strafwürdig wäre oder in irgendeiner anderen Form verwerflich wäre. Dann wird, wenn das Prüfgutachten geschrieben ist, ist die Sache erledigt und die Fahrgäste können wieder einsteigen und die Fahrt nach Serbien geht weiter.